Total Driven. Jo, hallo, hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play. Ja, man sieht schon an der Aufnahme, es ist nicht die beste. Ja, aber ich habe es absichtlich gemacht. Ich habe mir schon sehr lange überlegt, was mein erstes Let's Play werden soll, was ich da mache, ich habe mir sehr lange durch den Kopf gehen lassen. Habe ich mir einfach mal gedacht, irgendwann mal, ich wollte etwas Besonderes machen. Etwas, was noch nicht jeder gemacht hat. Es ist ein altes Spiel. Es ist original PlayStation 1 aufgenommen. Ich weiß, das Bild ist jetzt nicht das Beste, aber ich hoffe, wir haben trotzdem zusammen unseren Spaß, wenn wir dieses Spiel machen. Und wie wir sehen hier, unser erstes Spiel, Total Driven, mein erstes Let's Play. Wuhu, ich bin endlich auch mal dazu gekommen, Let's Play zu machen. Na, das habe ich schon gesagt. Egal. So, Part 1 von unserem ersten Let's Play. Kurze Wort zu sagen zu Total Driven. Wie alt das Spiel ist, bestimmt schon so um die 10 bis 15 Jahre, ist schon ein bisschen älter. Wir haben hier, ja okay, das ist unser Auswahlbildschirm. Hier oben können wir unser Land quasi aus und unser Team mit dem erfahren. Wir haben hier 8 verschiedene Teams, 3, 4, 5, na gut. Die ganzen Autos zu den Länderflaggen noch dazu. Ja, wir fahren einfach mal mit dem hier. Mit dem normalen, ich finde den, mit dem bin ich am meisten gefahren. Ich finde den ganz toll. Xu. Was für ein Land das ist, weiß ich jetzt nicht gerade. Kurzumschweiche-Modus kann man Einzelspieler, Zeitrennen gegen sich selbst fahren. Und dann noch zwei Spieler, wenn ein zweiter Controller angeschlossen ist. Ist gerade nicht. Optionen. Die schnellste Zeiten. Am Ende, ich hoffe, da werden dann, werden dann unsere Namen stehen, beziehungsweise Alcaris. Ich fahre nämlich mit dem Online-Alcaris-Profil. Konfigurierung, Lautstärke haben wir alles schon. Ach ja, Automatik oder Manuell. Wir bleiben bei Automatik. Fahre ich meistens. Eigentlich fast immer. Okay, wir fangen. Schweiz, Schottland haben wir zur Auswahl. Hongkong, Ägypten. Moskau und die Osterinsel. Das sind so die, ich sag mal, großen Bereiche. Wir fangen mal mit der Schweiz an. Rallye-Fahrzeuge, sonnig. Oben steht die 1, das heißt, es ist die erste Strecke. Fangen wir doch gleich mal an. Schweiz 1, unser berühmter Ladebildschirm, original von der PlayStation 1. Ist alles original, selbst die PlayStation 9. Dann fangen wir doch gleich mal an. Wo ging das hier? Wow! Ich bin lange nicht mehr gefahren, kann ich gleich sagen. Mal schauen. Wow, ja. Das beginnt ja schon scheiße am Anfang. Ich meine, nicht so gut. Okay. Ich bin lange nicht mehr gefahren. Ich muss selber also kontrollieren. Okay. Hier kann man nach hinten gucken. Okay, das ist die Hupe. Okay, oben links, dann steht unsere Position. Wir sind Vierter derzeit. Vorne uns ist Ivanov, so wie der heißt. Rossi ist hinter uns. Ich spreche jetzt einfach mal so aus. Ich weiß nicht genau, wie die aussehen. Wie die heißen. Oben rechts steht Lauf 1 von 2, also die erste von 2 Runden. Unsere Rundenzeit der ersten Runde. Total Time. Ah, Ivanov. Hallo. Das ist ja wirklich mal leicht. Okay. Ich hoffe, man hört auch die Musik. Ah, die hängt. Okay. Genau, das war das Makko. Ja, man sieht, also man hört schon die Musik, das Spiel ist schon etwas älter und die CD ist schon ein bisschen in Mitleidenschaft gekommen. Ja, genau, das war's. Ich weiß nicht genau, wie viele Soundtracks, 6 glaube ich, gibt es auf der CD und ich alle können nicht mehr gelesen werden. Das heißt, während unsere Let's Plays, unserem Let's Play, wir werden ja ein bisschen Musik dabei hören, sonst wird's langweilig. Ich will keine Musik hinterher reinmischen mit dem ganzen Sound, was ich hier schon laber. Das kommt nicht gut. Und da hören wir uns einfach mal die Soundtracks aus dem Originalspiel hier an. Originalspiel, was habe ich dann hier als mit der Original, ja. Moment. Okay, das ist dumm. Guck mal da. Wo war ich gerade ein bisschen zerstreut, die Musik. Die tut ab und zu ein bisschen abbrechen, weil die CD eben schon ein bisschen Leidenschaft gezogen wurde, habe ich auch schon gesagt. Wundert euch nicht, wahrscheinlich werden wir nur ein paar Soundtracks die ganze Zeit hören. Das wird auf Dauer ein bisschen langweilig, aber ich hoffe, ich glaube, wir werden das überleben, ganz sicher. Die Gegner sind auch schon ein bisschen weg. Okay.
Okay, das ist jetzt relativ einfach. Ich, wie gesagt, bin das Spiel lange Zeit nicht mehr gefahren. Ich habe von früher noch so ein paar Sachen in Erinnerung. Ja, was habe ich in Erinnerung? Was kann ich noch groß erzählen? Es fängt leicht an, also nicht. Also wenn er jetzt denkt, oh Gott, was sind das für leichte Gegner? Es kommt auf den Zufall drauf an, habe ich früher auch oft gemerkt. CD, wehe, du brichst ab. Hier, die kommt ja gar nicht mehr. Also von der Lenkung her, also es wird noch schwerer und es gibt auch einige Sachen wie Schnee, Regen und da bricht die Karre schon mal aus. Also ein bisschen realistisch ist, ein bisschen Realismus oder blablub, so Zeug ist da schon drin. Es ist nicht ganz unrealistisch, wo man sagt dann, hier, jetzt ist das Fahren immer gleich und komm auf Schnee. Nee, nee, die Karre fährt immer gleich. Okay, der zweite Soundtrack, der erste hat sich aufgehängt. Oh Gott, ich kann alles nicht in einem Part erzählen. Okay, entschuldigt bitte jetzt schon, wenn ich irgendwann meinen anderen Part was erzähle, was ich schon vorher erzählt habe. Okay, ich werde wahrscheinlich auch nur ein Rennen pro Part machen, weil es sonst zu lang wird und zu viel Speicher, zu viel Kapazität zum Hochladen. Jau, und der erste Stunt schon. Wo kommt denn da das Wasser her? Ja, ich habe 1 Kilometer Vorsprung, ich kann es mir mehr erlauben, stehen zu bleiben. Aber wo kam denn das Wasser da eben her? Die Straße ist doch trocken, das verstehe ich nicht. Na ja, gut. Die Musik ist ja schon mal nicht schlecht, ich muss auch sagen, ja gut, Punkt zur Musik, ich finde sie nicht schlecht. Grafik, ja, ist gewöhnungsbedürftig. Also heutzutage kommt die natürlich nicht mehr mit anderen Grafiken mit, aber ich finde sie, dafür, dass sie schon ein bisschen älter ist, besonders das Spiel, ich finde die Grafik gut. So, das wollen wir uns nicht anhören. Anhören, Mann, wie viele Fehler mache ich denn noch? Angucken, so, unser Ladebildschirm, auch nicht schlecht dargestellt, so ein Tacho von einem Auto. Kurz zu den Rundenrekorden noch. Ich werde versuchen, also ich werde gut fahren. Ich hoffe, ich werde gut fahren. Ich werde versuchen, gut zu fahren. Ich werde natürlich keine Weltrekorde aufstellen, das ist schon mal klar. Abgesehen davon, also wenn man eine schlechte Zeit rauskommt oder ihr sagt, ich bin besser oder so, ja, bitte gut, seid da eben besser. Ich fahre einfach nur das, was ich hier kann und Hauptziel ist es ja immer noch Erster zu werden. Warum muss das R immer so weit hinten im Alphabet sein? Karis ist, was ich auch nicht so, was ich, ein kleines Makko an den Namen zum Beispiel. Ja, ich heiße Alcaris, für die Leute, die es noch nicht wissen. Dürfte inzwischen jeder wissen. Namen eingeben? Verdammt, jetzt habe ich einen Faden verloren. Peinlich, peinlich. Na gut. Okay, also das erste Rennen hätten wir geschafft. Das steht dann Strecke komplett. 1. Können wir noch umdrücken. Das steht dann 2. Immer noch Rallye, immer noch Sonic. Okay, aber da bis zum nächsten Part von meinem Let's Play an euch, für uns. Wir werden dann weiterfahren. So wie zum ersten Ding. Ich hoffe, na gut, für die erste Strecke, es hat euch Spaß gemacht. Ach, noch etwas. Ein kleiner Tipp nebenbei, wenn man jetzt zum Beispiel ins Auto wechselt. Ups, die Strecke ist weg. Dann müssen wir uns wechseln. Es gibt insgesamt, jetzt ist es wieder da, so, also es gibt insgesamt 6, ich sag mal, Länder, Gebiete in dem Sinne, wo man fahren kann, mit jeweils 6 Strecken, sind 36, also wir werden höchstwahrscheinlich 36 Parts machen. Was ihr euch dann anschauen konntet, und zusammen fahren wir das Ganze dann. Jemand so, ja, meckert doch nur rum. Zusammen gibt es dann 36 mal 8 Autos, könnt ihr euch zusammenfahren, also insgesamt, um das Spiel durchzuspielen. 36 mal 8, habe ich gerade Taschenrechner? Nee, dürfte irgendeine Zahl zwischen 100, 200, vielleicht noch höher sein. Also relativ viel. Wir werden es aber nur mit dem XU machen, weil mir das Let's Play dann sonst ein bisschen zu lang wird. Ja, noch etwas. Es ist kein Spiel mit einer Mission oder mit einem Ziel. Es ist einfach, man kann einfach so normal durchfahren, die Strecken, je nachdem wie man Lust hat. Jede Strecke, die man schon mal gefahren ist, kann man wieder fahren. Ja, ob es gut oder schlecht ist, ich finde es gut und schlecht. Also es ist ohne Ziel. Ach, jetzt. Ich finde es gut, dass man die Strecken immer wieder so fahren kann, wie er möchte. Klar kann man anderen Spielen auch. Ohne Ziel finde ich natürlich ein bisschen traurig, aber gut, das Spiel ist eben schon ein bisschen älter. Ja, was gibt's noch zu sagen? Nee, den Rest erzähle ich in den nächsten Part. So, ja. Kurzer erster Part vom ersten Mal Let's Play. Ein kleines Geheimnis kann ich euch jetzt schon verraten. Es wird nicht das einzigste Let's Play werden.
was ich mache. Ich habe nämlich noch ein bisschen mehr geplant, ein bisschen was Größeres. Aber nicht so viel im ersten Let's Play davon verraten. Zumindest nicht in der ersten Folge. So, ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Oh Gott, musst du mich so erschrecken, du! Ja, also das nennt man Schottland 5 laden. Okay, das ist so eine, wenn man längst macht, dann sieht man die Strecken, die andere schon gefahren sind. Ja, damit verabschiede ich mich schon mal, bevor der mich wieder erschreckt. Bis zum nächsten Let's Play und oh, man hat die Kamera gesehen. Cool! Tschüss, tschüss, tschüss!